moin moin. So, wie ihr sehen könnt, wir sind wieder am Roden. Wie eigentlich fast jeden Tag aktuell. Doch, klappt soweit ganz gut. Wir haben hier schon ein Stückchen raus, sind gestern angefangen. Aber die Fläche ist so ein U. Also da. Und dann gehen die da hinten noch wieder rüber hinter der Haferstoppel. Genau. Und das wollte ich euch gleich mal zeigen, wie wir dann quasi die anderen Seiten anroden. Die ist jetzt also schon soweit fertig. Aber die anderen noch nicht, weil da welche nachgefragt hatten. Zeigen wir euch jetzt mal, wie wir das machen. Andere machen es vielleicht anders, aber ja. Gut, schaut es euch an und seid gespannt. Vielleicht kann ich euch schon mal ein bisschen was dazu sagen. Also wir roden immer erst das Vorgewende oder versuchen immer erst das Vorgewende ziemlich ganz rauszuroden. An einer Seite, dass wir halt mit dem Wagen da was machen können, die da hinstellen können und abbunkern können in aller Ruhe und mit Platz. Man muss natürlich jedes Feld einzeln betrachten, aber so versuchen wir das. Und dann fahren wir eigentlich die langen Bahnen im Feld immer nur mit einer Reihe, dass wir nichts platt fahren, und im Vorgewende roden wir dann auch zwei und fahren dann auch mal was platt. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch dann gleich anschauen. Wir müssen jetzt, hier sind Querbahnen zu hier, und die müssen wir gleich an der da unten anlang anroden. Jetzt wollen wir hier mal die Fahrgasse rausnehmen. Kann man wohl sehen. Haben wir schon ein bisschen was rausgenommen. Und jetzt wollen wir die rausroden in immer nur eine Reihe. Das seht ihr jetzt. Ich hoffe, ihr konntet das erkennen, wie das funktioniert. Gerade in Grünbeständen ist das immer Mist, weil das Kraut dann schön dazwischen liegt und auf der Rückfahrt dann genau dahin gefallen ist. Deswegen lenke ich hinten die Achse ein bisschen rum. Dadurch wird es schon mal gewaltig besser. Aber
ja, richtig schön ist das nicht. Aber so fährt man keine Knollen platt, sonst, ja, wenn man Kartoffeln platt fährt, das wäre natürlich dann doof. Und könnte man auch Abzüge für kriegen. Von daher machen wir bei längeren Fahrgästen, so wie diese, das so. Wenn wir jetzt wirklich nur so ein 30 Meter Vorgewende haben, da zeige ich euch das nachher nochmal, wie wir es dann machen. Ja, jetzt haben wir da hinten die Querbahn da raus. Und jetzt müssen wir oben das andere Vorgewende, im Prinzip, was da gegenüber liegt, rausmachen, dass wir dann wieder hin und her fahren können. Das zeige ich euch jetzt. Also ich glaube, ich muss euch das Stück nachher mal von oben zeigen. So was Verrücktes haben wir sonst auch nicht. Deswegen muss man jetzt auch wieder hin und her jagen. Was ich euch sagen wollte, die Fläche muss ich euch nochmal irgendwie von oben zeigen. Die ist so verrückt. Das haben wir so auch nur ein einziges Mal. Wir machen jetzt hier diese Seite das Vorgewende raus. Im Prinzip das Gegenstück zu dem da hinten, wo wir gerade da waren, da hinten. Damit wir dann diese langen Bahnen wieder hin und her roden können, dass wir immer so dann roden können. Aber das ist alles Tüdelei bei diesem Stück. Dann hier ein Vorgewende, da ein Vorgewende. Und das Problem ist, dass der Roder immer nur zu einer Seite roden kann. Also dieses Vorgewende müssen wir komplett immer rückwärts hin, nach vorne roden, rückwärts hin, nach vorne roden. Ja, tüdelig, aber hilft nichts. Ja, moin moin. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt alles ganz gut nachvollziehen und verstehen, was Johannes da erklärt hat. Wie man anrodet und wieso man das macht. Jetzt im Video hat man aber leider nicht gesehen, weil Johannes es halt auf der Fläche nicht gemacht hat, dass man beim Anroden auch Knollen platt fährt, also Kartoffeln. Und das funktioniert so, ich bin extra jetzt hier mal einmal zum Roder gegangen. Das funktioniert jetzt so. Hier ist eigentlich der Schlepper vor. Und das ist ja die Aufnahme. Die schwenkt man dann ganz normal komplett rüber, wie wenn man ganz normal rodet. Und weil der Roder ja 3 Meter breit ist, oder der 260er jetzt sogar 3,30, rodet man genau die beiden Reihen neben der Fahrgaste. Also mit dem Trecker fährt man durch die Fahrgaste durch, der Roder rodet rechts neben der Fahrgaste dann die beiden Reihen raus. Das rechte Rad vom Roder läuft dann ganz normal halt durch das frisch geroderte, ja, durch den frisch gerodeten Boden, also da sind keine Knollen mehr. Aber das linke Rad läuft über den rechten Damm von der Fahrgasse, rollt darüber her und so kann man halt, ja, gebrochene Kartoffeln kriegen, weil die halt durch das große Gewicht von den Roder halt platt gedrückt werden und kaputt gedrückt werden. Deswegen versuchen wir es halt bei längeren Strecken nur eine Reihe aufzunehmen, dass wir halt mit dem Roder auch durch die Fahrgasse fahren und keine Dämme platt fahren. Das funktioniert so, das habt ihr gerade vielleicht im Video gesehen, dass die Aufnahme ein bisschen schief hängt, wenn wir die Fahrgasse angerodelt haben. Man kann beim Roderterminal einmal linke Dammtrommeln ausstellen, rechte Dammtrommeln ausstellen. Also links und rechts ausstellen. Dann fährt er die Zylinder unterschiedlich weit aus. Also, wenn wir jetzt, wie die Fahrgasse angerodet wird, dann wird hier das bei der linken Dammtrommel wieder die Kartoffel aufgenommen oder der Damm. Und der linke wird ja die ganze feste Erde von der Fahrgasse hochnehmen und mitnehmen. Und dass man das vermeidet und nicht so viel Kluten hat, macht man die Aufnahmen dann schräg, also dass dann nur der linke ausfährt oder weiter ausfährt. Wir machen es immer so, dass wir die Aufnahme bis kurz vom Boden runterlassen, also die Schare, dass sie kurz vom Boden sind.
dass sie halt noch keine Erde aufnehmen und dann den Zylinder einzeln absenken, dass sie sich nicht so stark verwindet. Man kann aber auch die Aufnahme so oben lassen und dann nur die eine Seite nach unten lassen. Dann verwindet sich aber sehr stark die Aufnahme und sieht auch nicht so gesund aus. ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen, was ich noch sagen wollte. Also, dass man halt, wenn man den Ruder komplett rüberschiebt, dass man dann einen Damm platt fährt, hatte ich ja gerade erklärt. Wieso die Aufnahmen so schräg hingen, beim Fahrgassen anroden auch. Ja, genau. Und sonst wisst ihr Bescheid. Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und dann sehen wir uns auf alle Fälle im nächsten Video und habt noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Ja, wenn die Aufnahmen und die Erklärung von Johannes jetzt nicht ganz so gut geworden sind, das ist natürlich auch eine Anstrengung für ihn selber gewesen, dass man gleichzeitig filmt, was erklärt und auch anrodet, weil das natürlich auch die heikelste Situation, sag ich mal, beim Roden ist und auch die anstrengendste, wo man sich wirklich konzentrieren muss. Deswegen habe ich es jetzt noch mal einmal ein bisschen erklärt mit in Ruhe. Ja, aber wie gesagt, schönen Sonntag noch. Tschüss.